Jo Freunde, herzlich willkommen zur jetzt schon 400 und ich glaube 40. Folge, 440 Folgen vom Daily Shop, der Serie, in der ich euch jeden Morgen den neuen Shop in Fortnite vorstelle. So natürlich auch heute klicken wir direkt mal drauf und ihr seht schon, wir haben einen richtig geilen neuen Skin drin und dazu, Achtung, auch eine neue Lackierung, die Hexwelle. Ziemlich geil, beides werde ich euch jetzt zeigen und außerdem ist noch der beste Skin ever drin an alle Monte-Leute. Fangen wir erstmal direkt mit dem neuen Skin an und zwar heißt der Synapse oder Synapse ist die deutsche Variante und ihr seht schon, er hat einen alternativen Style. Kann ihn euch direkt auch mal hier zeigen. Es gibt ihn einmal in lila und in grün. Ich hätte ja persönlich noch ein blau zum Beispiel ziemlich cool gefunden. Wäre auch, glaube ich, nicht der riesige Aufwand gewesen, das noch zu färben. Und es gibt auch noch einen Backpack dazu und zwar das Holopack, nennt sich der Backpack, mit so einem Hologramm hier hinten drauf. Ich glaube, das soll die Brille sein, nur umgedreht. Ich weiß auch nicht genau, warum da jetzt die Brille auf dem Backpack drauf ist, aber ich glaube, das soll sie sein. Falls nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare, was das ist. Und was ich mega komisch finde, ist, dass der Backpack einfach keinen Style hat. Ich zeig's mal, ich bin auf dem Backpack drauf und er hat einfach keinen Style. Nur die Frau hat einen Style, ihr seht auch hier unten das Icon. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Absicht ist, weil warum zur Hölle kann man den Stil vom Skin ändern? Ja, dann ist der grün hier, aber der Backpack ist einfach nicht grün. Also ich glaube, das wurde eher vergessen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so real ist. Ich denke, das ist eher ein Fehler. Vielleicht wird das noch nachgepatcht. Ich hoffe es zumindest, weil den Skin in grün zu spielen mit einem pinken Backpack, mit so einem lilanen Backpack, finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich hoffe wirklich, dass wir das noch patchen, weil komm, das ist doch nicht aufwendig, jetzt hier noch die Farben zu ändern. Ja, das dauert 10 Minuten oder so für einen professionellen Designer. Ein bisschen schade, kann man jetzt nicht ändern. Ich hoffe mal, dass sie das noch nachpatchen werden. Dazu gibt es auf jeden Fall noch eine neue Lackierung und zwar die Hexwelle für 500 V-Bucks und es ist wirklich eine der geilsten Lackierungen, zumindest meiner Meinung nach. Ich zeige euch direkt mal hier die Modelle. Beim Auto sieht man es jetzt noch ein bisschen, aber hier bei der Waffe sieht man es halt richtig gut. Schaut verdammt cool aus, wie sich hier dieser Holostreifen, dieses Licht über die Waffe zieht. Selbst die Lackierung auch so schaut schon ziemlich cool aus und dieser Lichteffekt macht es natürlich viel, viel cooler nochmal. Ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht reaktiv ist, also dass wenn man schießt, dass dann ja so diese Streifen hier rüberschießen. Aber auch so schon mal eine richtig, richtig coole Lackierung. Ich werde es mir auch direkt hier holen. Ich werde auch wieder ein paar V-Bucks verschenken bald, also heute denke ich mal nicht. Den Gewinner von gestern seht ihr jetzt hier irgendwo eingeblendet. Aber ich werde auch wieder bald mehr Verlosung machen. Ich werde das Geld jetzt erstmal ein bisschen dafür sparen, dass ich wieder Custom Games mit Preisgeldern machen kann. Weil ich benutze ja den Creator-Code Snoxy, um euch immer ein paar V-Bucks zu schenken. Und das werde ich jetzt erstmal ein bisschen wieder für Preisgelder nutzen. Ich switche es immer so ein bisschen von Verlosung zu Preisgeldern. Wenn ihr mir helfen wollt, dass ich mehr verschenken und verlosen kann, dann tragt gerne den Creator-Code Snoxy ein. Ich bin quasi so als YouTuber der hier den Creator-Code nutzt, um euch ja damit was zurückzugeben. Also ich weiß, es gibt sehr viele Creator-Codes. Wenn ihr aber ja wollt, dass ich halt hier mal coole Sachen verlosen kann, dann tragt gerne den Creator-Code Snoxy dort ein. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Geht auch nur ganz schnell kurz in den Fortnite-Shop gehen und dort Snoxy als Creator-Code reinschreiben. Da haben wir den Schlachtenhund-Skin, einer der besten Skins ever. Und das meine ich wirklich so. Es ist wirklich ein verdammt cooler Skin, auch dieser Umhang hier, der inzwischen ein Umhang ist. Früher war der einfach am Skin dran. Finde ich ziemlich cool. Ziemlich geiler Skin für 2000. Das war auch schon nicht mehr drin, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dazu noch die Silberzanacke mit diesem Sound. Dann gehen wir mal schnell hier Heme-Skin. Auch der hier hat ja einen alternativen Style, da kann man diese Maske abnehmen. Genau, dann der Muscha-Skin mit diesem Banner auf dem Rücken, die Katzenkralle. Und also es ist schnurtastisch, ganz okay, aber für den Preis finde ich jetzt kein Must-Have-Skin. Dann kommen wir zur rechten Seite, lasst natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da. Dann erstmal die Nachthexe mit ihrer coolen Puppe auf dem Rücken, finde ich nice den Skin. Die Zaubermacht mit einem heftigen Sound. Hört sich cool an. Dann Goldschuppen, kann ich nicht empfehlen. Schaut in-game viel, viel schlechter aus als hier in der Lobby, also in der Vorschau. Leider in-game gar nicht so golden, wie es hier aussieht. Dann der Elektroschaffel. Sehr, sehr cooler Dance, gekonnt. Ein bisschen komischer Tanz. Ja, okay, für 500 aber okay. Und als jetzt noch den Scorpion, preiswerter Skin, schaut cool aus, kann ich empfehlen. Jupp, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Lasst natürlich auch gerne ein Abo da, falls ihr noch nicht hier abonniert habt, den Kanal. Es lohnt sich wirklich, jeden Morgen kommt ein neues Video zum Fortnite-Shop. Also scrollt gerne mal runter und klickt auf Abonnieren. Und dann, ja, würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt, wie gesagt, gerne schnell den Creator-Code Snoxy eintragen, falls ihr zum Beispiel gerade in Fortnite seid oder gleich Fortnite spielt. Tragt gerne Snoxy ein, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ja, dann habt noch einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss! Hey YouTube, what's going on? This is iTalkFortnite, back again with another item shop video. Today is June 15th, 2019.
Hopefully you guys are doing well today on this lovely Saturday. If you're new around here, make sure you subscribe, because I do post these daily, as well as other content throughout the week. And if you want to support me in the item shop today, make sure you use code ITALKFORTNITE. Today's other upload, I talk about the new Horde Rush limited time mode, and I talk to you guys about what I think about it. Synapse. Two edit styles. Okay, comes with a Backbling Holo Pack. Ooh. Wow, so this is the week 6 loading screen skin. Or is it week 5? No, it's week 6. It's week 6. Oh, I dig this. I dig this. We are definitely buying this. I don't know about the other edit style, but I like this one a lot. And then the Hex Wave animated wrap cycled through the models. That is very clean looking. I dig this. This is cool. We will buy this as well. So many pink wraps this season. There are so many. Battlehound has graced us again. Comes with a crested cape. We have not seen him in a while. Silverfang. And I'm going to buy this. I was always thinking about getting it. I am finally going to just get it. So Hime is back. Comes with the backbling Shiro. Has an edit style where you can take off the helmet. Same with the Musha. Comes with the backbling Sashimono. Cat's Claw. And the Perfect Glider. I feel like we see the set once a month. Ah, I don't know. I wish they would... Nah, I don't know. Night Witch is back. Comes with the backbling Cuddle Doll. It's actually a pretty decent skin. Spell Slinger. It's alright. Slicky Mode's back. Good emote. Electro Shuffle is also back. Eh. Golden Scales wrap cycle through the models. Again, I feel like we just had this like less than 14 days ago. Good wrap though. And the Scorpion skin again. Hopefully you guys enjoyed the video. If you did, let me know with a like. Comment down below what do you think about the shop and subscribe for daily content. Have a good one now. See ya.